Hallo liebe Zuschauer und auch ein herzliches Willkommen an meine Abonnenten meines Kanals. Ich bin Matthias Gaming und ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Hier zu einer neuen Folge Fallout Shelter. Ja, wir betreten die Vault, denn es gibt bestimmt ein paar Leute, die ich wieder retten muss und aus dem Ödland herholen muss und was auch immer. Vielleicht muss ich auch noch die Leute wiederbeleben? Ich weiß es nicht. Aber erstmal kommt wildes Rumklicke. Und wir haben schon sehr viele Leute, die da einfach... Die stehen da draußen, die warten. Das ist... hier gibt es was umsonst. Und die kommen einfach her. So einfach aus dem Nix, ne? Und die wollen dann immer was. Ich habe hier drei Leute. Ach ja, richtig. Stimmt ja, wir haben ja eine... Wir können ja eine Quest machen, ne? Können wir die denn eigentlich gleich machen? Richtig. Ich habe ja bei der letzten Aufnahme... Habt ihr denn vor zwei Tagen ja schon gesehen? Wahrscheinlich. Da haben wir Max Level. Wir haben einen Max. Wir haben noch einen Max. Wir haben sogar drei intelligente Leute. Alter. Ja. Wir haben gleich keine Glückleute mehr. Das ist gut. Wir haben hier auch einen Max. Alter, was ist denn hier los? Ja, Max, Leute. Nee, ich will nicht Max haben. Okay, mal schnell hier auf... gehen. Das heißt, ich werde gleich noch mal gucken, dass wir hier noch eine Wasseraufbereitung machen. Und hier haben wir noch mal Arbeit. Und ja, okay. Wir haben auch wieder einen neuen Bewohner. Den will ich auch mal eben schnell holen. Boah, Alter, die stehen bei uns so in Schlange, ey. Ohne Ende, ey. Wer ist das denn? Der Brian Harvey. Haben wir nicht schon einen Harvey oder so? Ich habe keine Ahnung, was mit dem ist. Ich meine, wir hätten schon einen HW. So 3, 5, 6 Leute, die mal eben so... Ja, geht, läuft, ne? Also, boah. 6 Leute. Warte mal, was kann die denn? Und nein, was kann... Oh, die hat jetzt nur... Emily hat nur... I gelernt. Das heißt, ich könnte sie jetzt in A schicken. Und dann lernt sie da. Aber eigentlich wäre es geil, wenn die da im P lernt. Aber im P haben wir alles voll. In S haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Leute. S könnte Emily lernen. Emily, du gehst mal nach S. Lernst da mal aus. Weil du hast damit angefangen, hast aber nichts beendet. Die könnte Lack lernen, weil da... Weil die hat ja einen Anzug an, die Glück hat. Sogar einen Fünferjack hat die an. Alter. Warum ist der jetzt nach hier hingegangen? Ah, weil ich... Ja, okay. Ja, ist okay. Dann kann der Elend. Ist okay, ist okay. So, dann geht der hier hin. Dann geht die hier hin. Boah, der Joseph hat ja schon viel gelevelt. Alles klar, wo können wir... Dann kann der, macht der... Der macht jetzt hier oben. A, auf jeden Fall. Dann haben wir das schon mal. Ja, warte mal, das kriegen wir hin. Das dauert jetzt eben ein bisschen, aber ich muss ja eben gucken, was können wir machen. Guck mal, der kann auch nach oben, nach A. Ich muss die Leute mal irgendwie einteilen. Was macht der Jeremy denn? Ja, der Jeremy könnte auch mal was machen. Du könntest vielleicht mal... Jeremy, du kannst ja eigentlich nichts, ne? Dann gehst du mal schön hier, ein bisschen was lernen. Dann hast du auch was für später. So. wie viele Leute haben wir jetzt in A drin? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir haben noch einen. Eigentlich wäre jetzt so Mr. Handy geil, oder? Der jetzt einfach mal in die Reihe geht und dann einfach hier mal die ganzen Sachen aufsammelt. Das wäre doch mal richtig geil. Aber ich habe leider noch kein Mr. Handy. Leider. Ja. Oh, der hat ja auch nichts. Also, gut, er hat Ausdauer und Charakter. Ja, Entschuldigung. Er kann ja mal was lernen. Dann kriegt er noch was im Kopf. Oh, er hat schon 3 Sachen gelernt, aber Intelligenz hat er auch nicht. Guck mal, die lernen irgendwie alles verkehrt hier, ne? Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, er geht jetzt noch hin, ist der 6. Das
Das heißt, da kann ich keinen mehr hinschicken. Und jetzt kommen wieder Raider. Gut, irgendwo ist wieder der Typi. Den sehe ich dann wahrscheinlich wieder irgendwie in der Aufnahme. Ich habe letztes Mal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztes Mal die Aufnahme geguckt. Dann habe ich den mysteriösen Unbekannten einfach gesehen. Ich habe nicht drauf geblickt. Aber das ist echt irgendwie scheiße. Man ist so fokussiert auf die Sache, dann will man das finden und kriegt es einfach nicht hin. Dann habe ich so zu mir: Matze, du musst doch den unbekannten mysteriösen Typen erledigen. Warum schießt der da draußen? Ist der bescheuert? Da triffst du keinen. Ich schwör. Da triffst du keinen. Aber gut, jetzt schon. Oh, er hat sich niedergelegt. Naja, mein Gott. Es gibt Schlimmeres, gell? Der Dylan hat ja gar keinen Schaden gekriegt hier, ey. Aber die beiden müssen auch nochmal alle zur Schule gehen. Ich sag mal so, wenn die ersten aufgelevelt haben, also wenn die ersten alle aufgelevelt haben, dann werde ich die beiden austauschen, dann kriegen die Waffen ausgetauscht. Und auch die Rüstung. Und dann werde ich die erstmal... Hallo? Ah, ja, verkaufen. Ich brauche die Lederrüstung nicht. Da kriege ich ein bisschen Geld. Ich kriege auch ein bisschen Geld. 10 Riesen, alles klar. Sehr geil. So, dann nehmen wir hier noch das mit. Sehr geil. So muss es laufen. So, jetzt will ich eigentlich gucken. Ach ja, ich habe hier noch einen. Stimmt. Wo habe ich denn noch Platz? Wo kann ich noch welche hinpacken? Glück kann ich ihn nicht mehr packen, weil der hat schon Glück. So, P kann ich ihn nicht packen. In S kann ich ihn nicht mehr packen. Da sind 6 Leute drin. In A kann ich noch einen packen. Ja, siehst du gut. Okay. Du hast gerade Fitness gehabt, ne? Jetzt machst du was anderes. So. Egal. Jetzt habe ich ein E frei. E frei. Ich kaufe ein E, was? Nein, lass mal lieber. Läuft die da jetzt nur rum, oder was? Die Joyce? Ich muss die Leute irgendwie anders an der Arbeit kriegen. Habe ich eigentlich ein Lager gemacht? Genau, ich habe ja hier so ein paar Lagerleute aktiviert. Ich will den auf jeden Fall mal kurz reinhauen. Den Gustav, genau. Gustav, wir kennen uns. Hm? So, der kann weg und das andere nehme ich alles mit, weil hast du ja alles gesammelt. Ah, guck mal, jawohl, die sind da, betreten. Okay, dann gehen wir jetzt dicht auf den Fersen. Wir haben es geschafft. Wir betreten auf jeden Fall die Sache. Das wollen wir sehen. Das wollen wir nicht sehen. Genau, da hat nichts anderes. Der Hund ist dabei. Suche im World 177 nach Spuren von Flashy und Corky. Ja, gut, machen wir. Kein Thema. Oh, das scheint wohl eine coole Wall zu sein. Okay, wir haben hier Level 50 beide. Und jetzt haben wir ja... Nix, wir haben eine scheiß Waffe. Alles klar. Hier haben wir was. Okay, es geht hier weiter. Dann gehen wir hier natürlich weiter. Haben wir hier sonst noch was? Nein, was ist denn hier los? Hier ist ein Aufzug. Okay, alles klar. Gehen wir mal hier runter. Was ist das denn für eine Wald? Oh ja, gut. Was haben wir hier? Was ist das denn? Hast du die Sandwiches mitgebracht? Ja, die riechen komisch, ne? Ich weiß, verstehe. Ich weiß nicht, war hier irgendwas drin? Warte mal, ich gehe mal hier rein. Okay. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Ich bin jetzt nur nah dran. Okay. Oh, es geht los. Echt jetzt? Der hat einen Baseball. Bom, bom. Ja, gut. Ich würde mal sagen, das war's. War eine schnelle Nummer, würde ich mal sagen. Oh, ich habe einen Wecker. Mann, ist ja aufregend, ey, wie ein Wecker. Boah, hätte ich das nicht gemacht, ey, dann wäre sonst was passiert, ey, ganz ehrlich. Wie weit geht es denn runter?
Das wird eine tolle Folge. Eine lange auf jeden Fall. Hier haben wir wieder nichts. Hier sind nochmal Raider drin. Hier sind sogar drei Raider drin. So, jetzt wird's eng. Ich würde sagen, es wird eng. Ja, ist nicht schlimm. Zwei Leute liegen schon. Guck mal, dieses liegt auch. Ja, mein Gott. Hey, falls ich sterbe, will ich in meinem Anzug begraben. Nein, das wirst du nicht. Du wirst hier schön leben. Ich brauche keinen Strahlenanzug. Echt jetzt? Aber ich habe einen halben Oktopus. Ah, oh, das kommt auch noch. Jawohl. Sehr schön. Ja. Die beiden, hier, Matzi und Ruth, haben eine tolle Knarre und er hat so ein Krippelding. Oh, so eine Einserpistole oder Dreierpistole, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich finde so, da ist ein, in so einem Maulwurf ist ein Anzug drin. Ja, natürlich. Ich habe den vorher getragen. Ich wurde dann zum Maulwurf verzaubert oder keine Ahnung, ey. Was geht denn hier ab, ey? Wie weit geht es denn runter? Es wird eine längere Folge heute. Ja, wir wollen natürlich gucken, dass wir hier alles... Okay, hier gibt es erstmal einen Kakerlaken, zwei Stück. Ne, drei sogar. Das ging schnell. Und wir haben hier eine andere Hälfte anscheinend. Und hier ist... Okay. Ja, gut. Ja, gut. Habe ich gesagt. Ja, habe ich. Was ist jetzt? Jetzt kommt auch was. Kakerlaken kommen wieder raus. Alles klar. Ja gut, die gehen ja schnell. Pop, pop, und zwei sind tot. Da bloß lässt sich jetzt ein Boxhorn jagen oder was hier? Was ist denn hier los? Hier ist noch ein Teil. Er hat auch schon wieder so einen Anzug in seine Hütte. Netter Fund. Ja, in so einer Kakerlake. Ja, ja, finde ich oft. Herrlich. So, jetzt geht's weiter runter. Ich würde sagen, es geht runter. Ja. Oh, hier sind schon wieder Raider. Haha, wieder mal so ein Idiot, der auf unsere Hilfe hilfsbereiter... Hey! Sag mir, wo wir eine Flasche und Korke gebracht haben. Sonst... Wir haben sie ins Büro von Poseidon Energy gebracht. Leider wirst du nicht lang und so weiter. Ja, ihr werdet auch nicht lange darüber überleben. Ja, mein Gott. Zack, eine ist schon tot. Die andere ist tot. 3 gegen 1, wa? Ich würde sagen, läuft. Boom, einmal schießen. Boom, okay. Dicht auf den Fersen. Eine Matratze. Dann habe ich hier noch einen Korken. Korken, was hat die? Auch nichts Schönes, egal. Oh, wir haben ein paar Flaschis, ja, sehr gut. So, nächster Raum. Der wird wieder eng. Es wird eng, Leute. Es sind wieder drei Leute. So. Bum, bum, tot. Will ich mal sagen, es läuft bei uns. Komm mit euren Plastikspitzreich da, können wir doch um, oder? So, ja, hier haben wir schon wieder eine Scheißwaffe. Man die Leute verwesen, aber wir klicken drauf und sie sind weg. Was man hier so draußen findet, ja, finde ich auch, ey. So, guck mal, der Typ ist in der Wand und die Frau ist schnell gestorben, würde ich mal sagen. Das war ein schnelles Unterfangen. Der Typ hier auch. Sehr geil. Zack, zack. Hier gibt es noch ein paar Reds. Aber hier ist nichts radioaktiv, so. Aber wir haben noch den vorletzten Raum. Läuft bei uns. Und noch mehr Raider. So. Pop. Oh, oh. Und machen wir. 1, 2, 3, 4. Jawohl, zack. Tot, tot. Und die auch, ja. Oh, die macht mit, ja. Finde ich super. So, was haben wir hier drin? Korken haben wir hier drin. Alles klar. 1900 haben wir jetzt mittlerweile. Doch ein paar mehr. Ach so, sie haben auch noch ein paar Korken hinterlassen. So, nächster Raum, würde ich mal sagen. Ja? Komm, es läuft ja. Ja, das geht hier Hand in Hand. Noch mehr Raider. Ach mein Gott, die haben so gute Waffen hier und die kommen mit ihren Blödsinn hier an.
Einmal tot, nochmal tot und nochmal tot. Mein Gott. Das ging aber jetzt schnell, wa? Und nochmal so eine Hälfte. Gut, die bringen noch ein paar Korken. Die nehmen wir natürlich mit, die Korken. So, jetzt gehen wir nochmal runter. Den letzten Raum jetzt, ne? Ja, es geht auf jeden Fall weiter nach unten. Wir haben hier noch einen, auch ein paar Kakerlaken. Ja, mein Gott. Echt jetzt? Und schon wieder was. Und eine Kakerlake hat einen Baseballhandschuh dabei gehabt. Habe ich gefressen. Ja, ich weiß. Habe ich gesehen. Nochmal, kommt Leute, Kakerlaken. Ja, Maulwürfe natürlich. Und im fettesten Maulwurf kommt eine dicke Jacke raus. Pass auf. Oh, scheiße, habe ich zu früh geklickt. Egal, mein Gott. Macht nichts. Guck mal hier. Die hat eine Pistole dabei gehabt. Ist nicht dein Ernst. Da ist auch eine Pistole dabei. Alter, was die hier alles mitgehen. So, hier der letzte Raum. Und wer ist hier? Ach, nochmal zwei Raider. Jawohl! Tschüss! Ich würde jetzt mal aber wirklich sagen, wir haben es geschafft, wa? Also wenn die drei zusammen sind, du, dann gibt's Party hier, wirklich. Also das ist richtig geil. Hat mir richtig gefallen, die Quest. Also auch wenn das jetzt richtig groß war und wir haben jeden einzelnen Raum gemacht, also ich fand's richtig geil. Und wir haben es geschafft. Zack, suche nach Ding, nach Flaschen und Korki. Wir haben ja ein bisschen gekriegt hier, aber wir haben sie leider nicht gefunden. Wir haben auf jeden Fall Design-Fragmente, drei Stück, wir haben doch so viele gesammelt. Waren das denn immer ganze Fragmente oder? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall haben wir ein bisschen was. Ich freue mich, wirklich. Was lädst du denn jetzt? Oh ja, schön. Kann man die Sachen verkaufen und unterwegs so? Zurück zu Ruhe. Ach so, die sind jetzt zurück. Ne, ich werde jetzt bestimmt keine zwei Flaschen verwenden. Die kommen in zwei Stunden, kommen die wieder. Das heißt, morgen früh, wenn die Aufnahme dann wieder geht. Ich klicke mal hier gerade wild mal rum, dass wir hier noch ein paar Sachen kriegen. Und ich muss mal weiter entfernt gehen. Und dann müssen wir uns mal langsam auch mal überlegen, was wir mit den ganzen Bewohnern machen, die gerade neu hinzugekommen sind. Denn Babys zu haben ist ja auch schön, aber wenn wir hier 1, 2, 3, 4, ja, viele, 5 Leute insgesamt haben, die, ne, die jetzt erwarten, oh, ich mit rein und so, ja. So, ist er jetzt dann immer noch glücklich? Kann ich den jetzt unterwegs schicken? Guck mal, der ist glücklich. Oh, der ist glücklich. Oh, finde ich super. So, wir können hier noch was Neues machen. Wir können einen Pickel machen. Ja, genau. Ach, der macht 11 bis 21 Schaden, aber wir haben keine Schaufel. Das fehlt uns. Eine Schaufel fehlt uns jetzt. Mist. 10 bis 13. 10 bis 13. 12 bis 14. Das lasse ich schon mal an. 12, 14 bis 16. 12 bis 17. Aber 14 bis 16 ist ein höherer Schaden. 14 bis 16. 9 bis 11. Ja, und die anderen Sachen können wir nicht machen. Ich hätte ja lieber gern so was wieder gemacht. Hier so ein fokussierter Plasma-Ding. 11 bis 14 oder so ein Flammenwerfer. Ist auch bestimmt geil. Oder gehärteter Flammenwerfer. 15 bis 18 sogar. Oder den ganzen 19er, den wir hier schon haben irgendwo. Den ich jetzt nicht finde. Oh, benötigt ihr das Rezept? Ja, die kriegen wir ja später dazu, wenn wir die Sachen alle finden. Gibt es auch irgendeine Waffe, die ganz geil wird? Weil wenn ich hier so ein Schlachtermesser sehe, dann kriege ich ein bisschen Angst, was wir noch für Waffen später kriegen. Warte mal, ich muss wieder ganz hoch. Scheiße, oh, Tor jetzt. Muss ich ja wieder ganz hoch. Mist, wo war ich denn? Ja, 12 bis 16. Ja, dann machen wir sowas. Ist ja nicht schlimm. So, jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, wegen Energie brauchen wir. Energie brauchen wir. Ja, ist halt sehr wichtig. Ne? Energie ist immer sehr wichtig. Okay, das haben wir wieder.
Sehr geil. So. Dann würde ich auch sagen, dann war es für diese Aufnahme. War eine tolle Quest, muss ich sagen. Also hat mir gefallen. Ich mache auf jeden Fall dann, also wenn die drei wieder zurück sind, dann werde ich auf jeden Fall noch eine Quest machen. Dann werden die drei immer dafür verwendet, dass wir die Quests hier alle erledigen. Weil es gibt hier bestimmt noch einige anderen. Dicht am Versen, die haben wir jetzt erledigt. Dann machen wir hier so eine tägliche Quest mal. Oder wir machen mal, ach, die sind sogar einen Tag unterwegs. So eine Spielschau-Feuerprobe. Eine Wochenquest. Mach mit und gewinne. Ein Tier. Nach deiner Wahl oder was? Hm? oder Paula Plumpkins weg. Weg, ach Weg, nicht weg. Matze kann ich mal lesen. Okay. 2 Stunden 18, ist das immer die Dauer, die bis dahin geht oder was? Okay. Ja, ist ja voll okay, ist voll okay. Das Tierheim, aber kriegen wir Rette. Fido von... Okay. Könnte man auch machen. Wir können uns aber erstmal auch durcharbeiten. Aus Nuka World entführt. Ja gut, das ist Flasche und Corky, aber die ist aktiv. Wir sind ja wieder zurück und wir haben 2 Flaschen bekommen. Aber wir haben auch ein paar Corkys gekriegt. Ich würde mal sagen... Warte mal, hier sind ein paar Kakerlaken. So. Kommen nicht so viele, bitte. Ja, geht doch. So, läuft. Habe ich geschafft. Ja, so. Dann würde ich aber jetzt mal sagen, bin ich einfach jetzt mal raus. Für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder zu Fallout Shelter. In diesem Sinne, haut rein. Bis denn. Und...